Also es sind ja immer noch 5, 6 Spieler, die noch gar nicht richtig integriert sind in der Mannschaft. Also das benötigt Zeit. Und wer das nicht versteht, ja, dann kann ich dem nicht helfen. So 18 Stunden nach dem Spiel noch. Hat sich da irgendwas nochmal geändert in der Betrachtung des Spiels? Nein, ich denke, dass, was ich schon gestern gesagt habe, auch, dass wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, uns in dieser Phase nicht belohnt haben. Natürlich habe ich in der Halbzeit gesagt, lange die Null stehen haben, wir machen irgendwann unser Tor. Und wenn du natürlich dann nach 15 Sekunden zurückliegst, dann ist das natürlich alles andere als wünschenswert gewesen. Das hat man dann auch der Mannschaft angemerkt. Es ging dann doch an Struktur verloren, die wir in der ersten Halbzeit sehr gut gehabt haben. Aber für mich sind das ganz normale Dinge, die gerade bei einer ganz neu formierten Mannschaft dann immer wieder auch vorkommen werden und auch in der Vergangenheit vorgekommen sind. Und deshalb war es im Endeffekt dann gut, dass wir den Ausgleich gemacht haben, klar. Die 45.000 waren ja dann doch eigentlich auch so in der Masse eigentlich gar nicht unzufrieden. Ja, ich glaube, vom Ergebnis her waren wir unzufrieden. Aber ich glaube, von der Art und Weise über weite Strecken des Spiels sollte man nicht unzufrieden sein. Ja, das ist immer die gefährliche Geschichte. Du kannst natürlich Erwartungen haben, die natürlich möglichst alle erfüllt werden am ersten Spieltag. Ja, und am Ende stehst du mit leeren Händen da. Und wir haben im Vorfeld des Spiels nichts anderes gesagt, dass es ein bisschen unrund werden kann am Anfang, weil wir eben auch Zeit benötigen, um eben diesen Umbruch, den wir jetzt vollzogen haben, auch zu moderieren. Und auch heute, wie man sieht, Everton kommt langsam, Gideon Jung kommt langsam, noch wieder Amici jetzt als Neuzugang, Kinsombi, der noch wie ein Neuzugang zu sehen ist. Also es sind ja immer noch 5, 6 Spieler, die noch gar nicht richtig integriert sind in der Mannschaft. Also das benötigt Zeit. Und wer das nicht versteht, ja, dann kann ich dem nicht helfen. Ja. Wie viel Zeit brauchen? Das weiß ich nicht. Ja, Erfolge tun gut, da geht's schneller. Wenn du, so wie gestern mit dem späten Ausgleichstor, war das erstmal ein Punkt für die Moral, ja, weil die Mannschaft dran gezogen hat. Einige meinten, wir hätten das Spiel, im letzten Jahr wäre das Spiel nicht noch unentschieden ausgegangen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber das bewerte ich jetzt erstmal positiv, dass da nicht die Köpfe ganz nach unten gegangen sind, aber jetzt geht nichts mehr, sondern dass sie wirklich versucht haben, bis zuletzt den Ausgleichstreffer auch zu erzielen. Dass wir in der zweiten Halbzeit von der Struktur erst besser machen müssen, ja, das habe ich auch gesehen. Am Freitag wollten Sie noch nicht über den Neuzugang sprechen. Jetzt ist das ja alles offiziell. Vielleicht sagen Sie mal ein paar Worte zu ihm. Ja, das ist ein Transfer für die Zukunft. Ja. Ich habe gestern auf der PK ja schon ein bisschen was zu ihm gesagt. Das ist ein Flügelstürmer, der auf beiden Seiten spielen kann. Ja, der Xavier ist ein Spieler, der unbedingt nach Hamburg wollte. Es gab auch andere Möglichkeiten für ihn, aber er hat sich relativ klar entschieden gehabt, hat das auch mehr als deutlich bei Arsenal hinterlegt, dass das überhaupt möglich war, weil Arsenal hätte ihn, glaube ich, sehr gerne innerhalb der Premier League verkauft, hätte sie mehr Geld bekommen. Ja, aber der Junge hat ganz klar gesagt, nein, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Das haben sie ihm auch noch angeboten. Ich will nach Hamburg. Und ja, das hat uns natürlich sehr gefreut. Und deshalb hat sich der Michael Mutzel natürlich auch sehr stark da ins Zeug gelegt, um dann auch eine Einigung mit Arsenal zu erzielen, was ja auch nicht immer so ganz einfach ist. Wenn Sie sagen, das ist eine Investition in die Zukunft, aber Sie planen dann schon auch jetzt kurzfristig mit ihm? Also so schnell wie möglich, wie er integriert werden kann. Und wenn er die Leistung und die Qualität dann auch abruft, die wir uns von ihm erhoffen, klar. Es hat ja lange kein Spieler mehr gesagt, dass er so unbedingt nach Hamburg wollte. Also so ein junger. Haben Sie mal gefragt, warum es eigentlich so ist? Ja, er ist von dem Verein eigentlich angetan gewesen, ja, vom ersten Tag an, von der Gesprächsführung, die ja Michael Mutzel hauptsächlich geführt hat. Ich habe zwischendurch dann mit ihm mal telefoniert. Ja, das hat ihn alles sehr beeindruckt und er hat gesagt, er möchte was Neues kennenlernen, er möchte weg aus England, er möchte was Neues und findet Deutschland für sich als interessante Station und auch mit den Ambitionen, die der HSV natürlich auch immer hat, kann er sich sehr gut auseinandersetzen und das für einen 18-Jährigen ist ja relativ klar, was das angeht. Dann müssen Sie gleich schmunzeln, aber jetzt gegen Nürnberg ist schon Druck. Klar.